Hallo zusammen. Unsere wunderschöne Reise durch die Welt der physikalischen Grundlagen der klassischen Mechanik geht nun weiter. Das gilt eigentlich für alle Wissensbereiche, aber insbesondere in der Welt der Mathematik und in der Welt der Physik gilt, ja, dass wenn man die Sachen, die Materie, die Themen, die Theorien besser verstehen möchte, dann geht das eigentlich nur, wenn man übt, übt und übt. Und ja, genau aus diesem Grund, um die Themen, die wir in den drei Teilen da besprochen haben, um diese Themen da besser zu vertiefen, besser zu verstehen, werden wir uns jetzt ganz, ganz viele Aufgaben uns anschauen. Wir werden ganz einfach anfangen. Also wir starten mit einer ganz einfachen Aufgabe. Und ja, mit der Zeit, von Aufgabe zu Aufgabe, werden die Aufgaben meistens ein bisschen schwieriger. Und wir werden natürlich uns auch Aufgaben anschauen, die lang sind, die auch umfangreich sind, die auch ein bisschen vertiefter sind. Ja? Aber man braucht keine Angst vor solchen Aufgaben zu haben, denn wir können das lösen. Ja, ich werde das immer so machen. Ich werde die Aufgabenstellung ungefähr 7 Sekunden einblenden lassen. Und das Beste, was ihr machen könnt, ist, dass ihr dann auf Pause drückt und das mal selber probiert. Ja, das Lernen, das ist ja wie Schwimmen. Also wenn wir jetzt lernen wollen zu schwimmen und ich jetzt jemanden dazu schaue, ja, ich beobachte jetzt, wie jemand schwimmt, dann kann ich es nicht. Sondern ich muss selbst ins Wasser und ich muss das erstmal probieren. Und das ist hier ja keine Klausur, das ist ja kein Test, wo man jetzt durchfallen kann, sondern ich möchte, dass man hier Sachen lernt, dass man hier etwas lernt fürs Leben. Nicht für irgendeine, okay, Klausurentest, das muss auch sein, aber man soll nicht für sowas lernen, sondern fürs Leben lernen, weil das Schöne an diesen Aufgaben sind, das werden wir dann auch sehen, das sind Sachen, die wir um uns herum haben. Ja, die Physik benutzt die mathematische Sprache, um bestimmte Sachen, also versucht etwas zu erklären. Okay? Und ja, das sind Sachen, die sieht eigentlich jeder von uns. Ja? Und bestimmte Menschen in der Geschichte oder auch heutzutage, gibt es ja immer noch, so wie den Newton zum Beispiel oder andere, haben sich eben Gedanken gemacht und haben sich die Frage gestellt, ja, warum ist das so eigentlich? Warum ist das so? Und dann haben sie versucht, Theorien zu entwickeln. Ja? Wir erschaffen nichts. Sachen, die wir hier haben, das sind irgendwie, also das sind das Wissen des Allwissenden wird letztendlich nur entdeckt. Okay? Und ich möchte, dass wir eben fürs Leben lernen. Deshalb ist es nicht schlimm, wenn ihr dann eben auf Pause drückt, das dann selber probiert und wenn ihr das zum Beispiel nicht auf Anhieb könnt. Wenn ihr euch verrechnet, wenn ihr irgendwas falsch macht, dann ist es überhaupt nicht schlimm. Aber versucht das, das ist wichtig. Nehmt euch die Zeit. Zeit ist wichtig, dass man sich Zeit nimmt, um die Sachen zu vertiefen. Und genau nach den ungefähr 7 Sekunden werde ich die Aufgaben dann lösen. Und vielleicht ein allgemeiner Hinweis noch, bevor wir dann mit der ersten Aufgabe auch starten. Ich gehe immer so ran, also das ist vielleicht so ein allgemeines Kochrezept, was man machen kann. Das, was gegeben ist in der Aufgabe. Also man kann nur mit den Sachen etwas machen, die gegeben sind. Ja, vielleicht kann man die Sachen, also ich mache das so, die Sachen, die gegeben sind, dass man sich das mal notiert. Also nicht in vollständigen Sätzen, sondern einfach mal hinschreiben, was gegeben ist, so sauber, dass man das vor sich hat, okay. Und dann sich aufschreibt, ja, was ist gesucht? Was wollen die von einem wissen? Oder was wollen wir überhaupt wissen? Und dann muss man jetzt sich die Frage stellen, ja, was kenne ich alles davon, also darüber, über das, was wir wissen wollen, was gesucht ist? Ja, und wie komme ich dahin mit dem, was wir gegeben haben? Das kann man eigentlich immer bei jeder Aufgabe machen und so werden wir das auch machen. Okay, gut, dann ja, zeige ich euch jetzt die erste Aufgabe.
Gut, dann schauen wir uns jetzt die erste Aufgabe mal an. Also ein Auto fährt mit der konstanten Geschwindigkeit v 62 Meter pro Sekunde. Teilaufgabe A. Wie groß ist die Geschwindigkeit in Kilometer pro Stunde? Also hier in der ersten Teilaufgabe, da geht es darum, dass hier Einheiten mal umrechnen. Ja? Also was gegeben ist, wir haben eine konstante Geschwindigkeit. Schreiben wir uns das vielleicht kurz auf. Konstante Geschwindigkeit V, 62 Meter pro Sekunde. Und die Teilaufgabe A, es geht darum, wir sollen diese Geschwindigkeit angeben in Kilometer pro Stunde. Was Einheiten betrifft, ist es sehr wichtig, dass wir damit umgehen können. Ja, das werden wir in allen Aufgaben sehen. Und also ich mache das immer so, dass ich die Einheiten einzeln umwandle. Ja, also wir haben Meter, also 62 Meter pro Sekunde. Und also ich mache das so, dass ich die einzeln umwandle. Was heißt das jetzt, also einzeln umwandeln? Also wir haben 62 Meter durch Sekunde. Das heißt, aus Meter machen wir Kilometer und aus Sekunde machen wir Stunde. So aus Meter, also ein Meter, wie viele Kilometer sind das? Das ist 1 durch Tausendstel Kilometer. Ja, 1000 Meter ist ja ein Kilometer, das heißt, ein Meter ist 1 durch 1000 Kilometer, das heißt, wir können auch schreiben 10 hoch minus 3. Ja, das ist dasselbe. Gut, was ist jetzt mit den Sekunden? Machen wir mal aus Sekunden erstmal Minuten. So, 60 Sekunden ist eine Minute, das heißt, eine Sekunde ist ein Sechzigstel Minute. Und aus dem jetzt wieder Stunde und 60 Minuten ist eine Stunde, das heißt wieder 1 durch 60, also 60 mal 60 Stunde. Das heißt, 6 mal 6, 36, also eigentlich 3600. Wir können aber auch sagen, das ist 10 hoch minus 2, also 36 mal 10 hoch minus 2. Ja? 2 Nuller hoch minus 2, 3 Nuller im Nenner hoch minus 3. Okay? Gut, und jetzt müssen wir es eigentlich nur einsetzen. Also 62, ein Meter ist 10 hoch, also machen wir es vielleicht so, 10 hoch, das kommt für Meter hin und für Sekunde haben wir 36 mal 10 hoch minus 2. Stunden. So, das heißt, hier im Nenner steht ja 1 durch 3600. Okay? Also hier, wir können das so schreiben, also hier im Nenner ist wieder ein Bruch und 1 durch, also wir brauchen hier, im Nenner steht ja irgendwie sowas, 1 durch x und das ist wieder x. Okay? Also hier haben wir 62 mal 10 hoch minus 3 Kilometer. So und hier 1 durch 36 mal 10 hoch 2 Stunden. Das heißt, wir können uns das so merken, wenn im Nenner ein Minus auftaucht, kommt es wieder vor mit mal. Mit einem Plus, ja, weil hier im Nenner 1 durch x, das wird wieder zu x. Also das heißt, 62 mal
36 mal 10 hoch 2 mal 10 hoch minus 3 Kilometer pro Stunde. Naja, 10 hoch 2 mal 10 hoch minus 3, das ist 10 hoch minus 1, also durch 10. 62 mal 36, spicke ich kurz, das ist 2232. Und mal 10 hoch minus 1 ist ja eine, also geteilt durch 10, Kommaverschiebung nach links. Das macht dann 223,2 Kilometer pro Stunde. Das heißt, unser Wagen fährt 223,2 Kilometer pro Stunde. Ja, das war die Teilaufgabe A. Zu den Einheiten rumrechnen, also ich mache das immer persönlich so, manche machen das vielleicht anders. Wichtig ist, man macht es richtig. Aber wir werden bei den anderen, wir werden bei allen Aufgaben Einheiten umrechnen. Ja, das werden wir noch fleißig üben. Dann die B. Gut, wir haben jetzt die Geschwindigkeit vom Wagen. Jetzt ist bei der B gefragt, wie weit kommt es in 2 Stunden und 37 Minuten? Und zwar, wir sollen das angeben in Kilometer. Was bedeutet das? 2 Stunden 37 Minuten, das ist die Zeit. Die Zeit T, das ist 2 Stunden 37 Minuten. Wir haben ja, okay, also die, bevor wir uns vielleicht die Zeit anschauen, wie hängt denn die Strecke mit V zusammen? Was war da, also wir haben hier, das ist wichtig, eine konstante Geschwindigkeit. Wir werden bei der nächsten Aufgabe, bei der Aufgabe 2, werden wir eine gleichmäßige Beschleunigung haben und da wird das Verhältnis zwischen Strecke und Geschwindigkeit anders sein. Aber wenn die Geschwindigkeit konstant ist, dann ist S V mal T. Ja, die Geschwindigkeit ist ja nichts anderes als Länge, die Strecke durch Zeit. Ja, das ist ja die Geschwindigkeit. Länge durch Zeit gibt die Geschwindigkeit. Deshalb ist die Länge, wir wollen ja die Strecke haben, ist die Geschwindigkeit mal T. Und die Geschwindigkeit haben wir in Kilometer durch Stunde. Deshalb geben wir die Zeit hier jetzt in Stunden an. Wir haben 2 Stunden 37 Minuten. Das heißt 2 ganze 37 Sechzigstel Stunden. Ja? 2 Stunden 37 Minuten, das ist 2 37 Sechzigstel Stunden. Jetzt brauchen wir es nur noch einsetzen. Also S ist V mal T. V ist 223,2 Kilometer pro Stunde mal 2 ganze 37 Sechzigstel Stunde. Und jetzt sehen wir Stunde, Stunde, kürze ich weg. Was bleibt übrig? Kilometer. Okay, das können wir vielleicht auf 2 Kommastellen runden. Das sind 584,04 Kilometer. Gut, ja, war auch nicht besonders schwer. Dann die Teilaufgabe C. Wie viele Stunden und Minuten braucht es für eine 400 Kilometer lange Strecke? Also jetzt ist andersrum, jetzt ist S gegeben und gesucht ist T. Einfach wieder hier einsetzen, nach T umformen. Das heißt, T, die Zeit, die wir wollen, ist S durch V. Wichtig ist, diese Beziehung gilt nur, wenn die Geschwindigkeit konstant ist. Bei der nächsten Aufgabe haben wir eine gleichmäßige Beschleunigung. Da gilt das nicht. Okay. Ähm,
Ja, wieso eigentlich? Ist eigentlich ganz simpel. Also, vielleicht kurz eine Nebeninfo. Wir hatten ja Beschleunigung. Integrieren ist die Geschwindigkeit. Die Beschleunigung ist aber 0. Ja, weil konstante Geschwindigkeit. Das heißt, Geschwindigkeit ist konstant. Das heißt, eine konstante Integrieren nach t ergibt wieder 1 mal t. Ja, das haben wir aber im ersten Teil besprochen gehabt. Okay. Ja. S durch V. Also S ist hier jetzt 400 Kilometer. Und V ist 223,2 Kilometer durch Stunde. So, Kilometer kürze ich weg. Jetzt haben wir hier wieder 1 durch H. So wie hier. 1 durch x ist x. 1 durch H, das heißt H. Okay, die Einheit H Stunden, das ist gut für die Zeit. Das heißt, das ist gut. 400 durch 223,2. Das ist ungefähr 1,7921 Stunden. Also das ist eine Stunde und noch so ein Rest mit 0,79 Stunden. Jetzt brauchen wir diese 0,79 Stunden in Minuten. Naja, wie machen wir das? Also 0,79 21 Stunden, wenn wir das in Minuten wollen, mal 60 Minuten. Und was macht das? Das ist 47,526 Minuten. Das heißt insgesamt 1, also eine Stunde und 47,526 Minuten. Und das ist die Antwort auf die Frage in Teilaufgabe C. Gut, das war die erste Aufgabe. An sich sehr simpel, überhaupt nicht schwer. Und ja, wir haben noch ganz, ganz viele spannende und sehr interessante Aufgaben vor uns. Und ja, ich hoffe, dass das euch allen hilft und weiterbringt im Leben. Und ja, vielen Dank fürs Anschauen und bis zum nächsten Mal. Dankeschön.